habe mich fürs klassische Kimchi entschieden. Weil genau diese Exotik von dem Chinakohl, damit mache ich jetzt mein Gericht. Und zwar mache ich Kimchi-Pilze. Und dazu gibt es einen sehr fruchtig-säuerlichen Sud und noch ein wenig an Schaum. Dieses Kimchi kommt jetzt in die Pilze rein. Also dafür, ich habe jetzt hier Champignons, ja, auch ein bisschen größere, gehen auch Egerlinge. Aber wichtig ist eben, man muss ja innen drin hier, na, komm her, man muss den Stiel so rausbrechen. Weil in diese Vertiefung, da kommt jetzt das Kimchi rein. Und der nächste wichtige Punkt ist, ich muss es hier unten ganz dünn, muss ich so eine Scheibe abschneiden. Das hat was mit dem Garprozess zu tun. Ja, erkläre ich dann gleich noch. So, also so muss man es vorbereiten. Und jetzt, ach so, ganz am Anfang gleich so ein bisschen eine Prise Salz reingeben. Weil in dem Moment, wo ja das Salz jetzt auf diesen Champignon oder generell auf Pilze trifft, dann zieht das Wasser raus. Und das will ich jetzt. Ich möchte jetzt, dass in diesem Champignon quasi Wasser gelockert wird, rausgesogen wird. Das bleibt ja jetzt erstmal da drin. Denn hier gebe ich jetzt das Kimchi. Und da geht man einfach her. Ja, also das muss man, man könnte es hacken. Muss man aber nicht, weil ich möchte, dass es relativ wirklich grob bleibt, dass man beim Draufbeißen auch die einzelnen Elemente von dem Kimchi auch noch richtig wahrnimmt. Also Kimchi klassisch ist Chinakohl, wird fermentiert zusammen mit Karotte und Paprika, vor allem mit Knoblauch, Chili und Ingwer. Ja? Und deswegen hier schön grob lassen, reingeben. Wer jetzt sagt, so das klassische Kimchi, ich kriege es nicht. Man kann auch wirklich hergehen und kann sagen, mei, dann hacke ich zum Beispiel Dosensauerkraut schön zusammenschneiden und dann schneide ich ganz feine Karotten oder raspel die und mache das wie so ein Karotten-Sauerkrautsalat an. Und das füllen wir rein. Das wäre eine Alternative. So, ich fülle die jetzt erstmal alle so und dann setze ich die eben so, wie sie sind, in die Pfanne rein. Wie es dann weitergeht, sage ich gleich. Also. Setz die jetzt in die kalte Pfanne rein. Nicht erschrecken. Das ist wirklich Absicht, denn ich möchte, dass ich ganz langsam. Moment, also jetzt darf ich aber schon anschalten. So, jetzt gehen wir auch wirklich auf Stufe 8. Bisschen Pflanzenöl geben wir mit dazu. So. Also, ich habe ja angesalzen. Das heißt, jetzt im Pilz innen drin hat sich ein bisschen Wasser gebildet. Weil ich ja unten die Kappe abgeschnitten habe, hier kommt jetzt die Hitze vom Braten, also von der Pfanne, an diesen Pilz unten hin und kann quasi ungehindert dadurch. Innen drin ist das Wasser, das erhitzt sich natürlich, erhitzt gleichzeitig den Kimchi. Das bedeutet, wenn die jetzt dann anfangen, schön zu braten, dann mache ich dann später auch einen Deckel drauf. Dann werden die von unten gebraten, von oben gedämpft. Dann kann nämlich das Kimchi vom Geschmack her sich richtig entwickeln, schön lauwarm werden. Und das ist ja eine Geschmacksbombe. Und das ist natürlich auch gut für den Pilz, weil der kommt jetzt da nicht so ganz langweilig daher, der Schwammerl, sondern der wird vom Kimchi ein wichtiger Aromateil. Unten drunter mache ich so einen sehr fruchtigen, leicht zwiebeligen Sud. Also, ich brauche als erstes natürlich eine Zwiebel. Und die schneiden wir, na, wir lassen das auch ein bisschen grober. Das heißt, man kann natürlich das jetzt in feine Stücke schneiden, aber ich möchte jetzt hier wirklich einfach streifen, denn das Kimchi ist ja auch relativ grob. Und ich finde, das darf sich dann auch in dem Sud wiederfinden, also die Zwiebeln. So. Ganz fein schneide ich jetzt noch eine Knoblauchzehe. Also wenn jetzt jemand sagt, er macht keinen Knoblauch, gell? Dann kann er auch das Kimchi nicht essen. Weil Kimchi ist Knoblauch ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber durch dieses Fermentieren duftet es nicht nur anders, also der Knoblauch, sondern er ist auch nachher, also jetzt sage ich das halt immer so, wegen der Ausdünstung, ist er nicht ganz so brutal. Ja? So, rein damit. Ach Gott, auch da brauche ich natürlich ein bisschen Pflanzenöl. So. Jetzt schauen wir mal, was die Pilze machen. Also ich habe jetzt wirklich voll Power, damit wir eben von unten auch wirklich jetzt so richtig bisschen Farbe entwickeln. Weil die Röststoffe, die sind ja gut für dieses Kimchi. Das braucht es ja so als Gegenpol. Also das erste Mal, wo ich Kimchi gegessen habe, war bei einem Barbecue. Ja, beim koreanischen Barbecue. Das heißt, man isst gerne auch geröstetes Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. Und dazu eben das Kimchi. So, jetzt mal hier einen Deckel drauf.
Es ist ja so, wenn man sich fragt, für was, also wo isst man denn klassisch Kimchi dazu? Man muss sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel der Koreaner eine Brotzeit macht, ja, also die haben ja weniger Brot, aber, aber das ist derselbe Rhythmus. Wir essen zum Beispiel eine Essiggurke dazu oder ein Radiesal oder ein Rettich, das machen die auch. Allerdings ist es halt keine Gurke, sondern es ist ein Chinakohl. Und der ist halt nicht wie bei uns eben eingelegt, sondern der ist fermentiert. Das heißt, dieser Rhythmus dieses säuerlich-würzigen Chinakohls ist wie bei uns, wenn ich sage, ich habe sehr, gibt ja auch zum Beispiel auch Gurken, die ja mit Chili wegen eingelegt sind, aber halt auch mit Senf, sehr würziges Gemüse auch mit ihm. Das ist eigentlich so, kann man sagen, die Parallele. So, Zwiebeln schön angeschwitzt. Keine Farbe, keine Farbe. Schön hell bleiben. Und jetzt brauche ich da etwas Gemüsebrühe. So. Und da mache ich übrigens jetzt eine Mandelmilch rein. Hoppala. Ja. Die Mandelmilch hat natürlich hier den großen und wichtigen Moment, dass die ja dieses Nussige noch mit reinbringen soll. Ja. Moment. Oh, ich muss jetzt hier wirklich, ich komme mir schon vor wie ein DJ hier. So. In die Mandelmilch schnell noch etwas schwarzen Pfeffer. Richtig kräftig. Und nun zurück zu unserem Sud. Den kann ich etwas runterdrehen. Genau. Den schmecken wir jetzt ab, quasi mit dem zweiten Hebel. Und zwar kommt dazu Limonensaft und Abrieb. Also erstmal Abrieb rein. Also hier geht es auf gar keinen Fall mit Essig. Das kann man nicht machen. Gell? Das ist wirklich wichtig. Also es braucht diese Zitrusfrische. Dann den Saft noch mit rein. Halbe reicht, glaube ich. Prise Salz können wir auch schon mal mit reingeben. Und jetzt kommt noch Apfel mit hinzu. Also diese Fruchtigkeit. Man muss sich vorstellen, Zwiebel, süßlich, herzhaft. Und jetzt haben wir natürlich hier schon ein wenig mit der Limone so für Frische gesorgt. Aber ich möchte ja auch ein wenig das Ganze so heimatlich wirken lassen. Und genau deshalb kommt noch Apfel mit dazu. Weil Apfel, Zwiebel, Pilz, das ist eine wahnsinnig gute Kombi. Und jetzt ist die Entscheidung. Ja, die können Sie zu Hause fällen. Also, der grüne Apfel, der ist ja knackig, der ist ja sehr frisch und hat natürlich viel Säure. Oder ob es der rote ist, bisschen lieblicher, etwas mehr, kann man schon sagen, ein bisschen mehr Zucker hat er. Aber er ist halt auch ganz leicht mehlig. Also die Entscheidung, die überlasse ich Ihnen. Jetzt raten Sie mal, welchen nehme ich? Ja, der klare grüne. Das ist Wahnsinn, wie das duftet schon mehr. Genau so muss es sein, so muss es sein. Und dann ein Geheimmittel. Wenn man etwas Exotisches macht, wo die Reise in dieses Asiatische ein bisschen so abdriftet, nenne ich es mal, dann geröstetes Sesamöl. Und da gebe ich echt nicht viel dazu. Jetzt lassen wir das alles ein bisschen ziehen. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt richtig an. Dieser Mandelmoment, dieser ganz leichte, cremige Mandelmoment, ist natürlich unfassbar schön. Vor allem zu den Pilzen. So. Und was Ihnen vielleicht gar nicht aufgefallen ist im ersten Moment, das ist jetzt rein pflanzlich, weil es auch sinnvoll ist in dem Moment. Das ist quasi vegan aus dem Handgelenk, geschmacklich wertvoll, absolut toll, ist einzigartig. Wenn es zu Hause anders duften soll, dann machen Sie diese Kimchi-Pilze. Das ist geschmackliches Fernweh. Aber es ist vor allem großartig. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei waren. Viel Spaß beim Nachkochen, beim Nachessen, mitmachen und herzlichste Alexander Herrmann.